Hallo YouTube, Arzt Jens hier. Heute gibt es keinen Spieltag mehr. Es ist leider vorbei. Heute gibt es dafür meinen Recap von der German YouTube League Season 2. Viel Spaß dabei. Möchte euch weniger sagen, wie die Spiele ausgegangen sind oder was wir da gespielt haben. Das habt ihr sicher gesehen, wenn ihr die Liga verfolgt habt, was ich da so gezockt hatte. Das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Aber ich möchte auf die einzelnen Personen, auf die Spiele, auf die YouTuber eingehen, die ich kennenlernen durfte. Und wie sich das Ganze so entwickelt hat mit den Leuten. Und da habe ich jetzt einfach mal hier einen Zettel ausgedruckt, wo die ganzen Spieltage von mir drauf sind. Und ja. Das ist dann jetzt auch hier irgendwo für euch da. Fangen wir an. Erste Runde gegen Fresh zockt Kevin. Es war mir eine Ehre, dass ich noch gegen dich spielen durfte. In Season 1 haben wir es ja, glaube ich, nicht geschafft. In Season 2 dann gleich zum Start. Ich kenne dich jetzt schon seit über einem halben Jahr in Bochum. Haben wir ein bisschen gequatscht, ein bisschen viel gequatscht abends. Und ja, pennen durfte ich ja dann auch bei euch. Ja, allgemein sehr sympathischer Typ. Schade, dass es nicht so gut lief, dass du mehr mit anderen Sachen beschäftigt warst, mit Uni und drumherum, ne, was halt alles dazugehört, sodass du halt dann irgendwann leider die Liga verlassen musstest. Und ja, der Neue, der dann dazugekommen ist, war The Canterbury. Und mein lieber Kollege Stefan, an dich Herausforderung. Wir haben nicht gespielt diese Season. Wir müssen das mal noch nachholen. Lass uns mal einen Termin machen, wo wir irgendwie uns was Kreatives ausdenken, dass wir ein bisschen zocken können. Und es wird jetzt noch einige Videos geben, die ich nochmal herausfordern möchte oder irgendwie neue Videos gestalten möchte oder so. Jo, dann Spieltag 2 gegen Yu-Gi-Oh! Ist nice, geil. Ja, das war auch eine sehr sympathische Sache mit ihm. Wir haben Tier 2 gespielt. Das Match war ganz ansehnlich, war ganz gut. Und wir haben dann auch noch ein Video danach gedreht. Das habe ich, glaube ich, mit vielen mir vorgenommen, aber mit vielen hat es zeitlich nicht geklappt. Oder uns fehlt irgendwie so eine aktuelle Idee, was wir dazu machen können. Aber mit ihm hat es halt damals echt Spaß gemacht und hat es funktioniert. Und da werde ich dann sicher auch irgendwann mal wieder ein Video mit ihm machen. Beziehungsweise in seinem Recap sollte ich ja sogar, glaube ich, das Intro gestellt haben. Wer es sich noch nicht angeguckt hat, schaut mal auf seinen Channel. Der hat da auch noch einiges zusammengefasst, wie er die Liga empfunden hat. Spieltag 3 gegen René Brain oder René Brain oder weiß ich gar nicht, wie dieser Random heißt. Also keine Ahnung. Nee, flick doch. Das war auch eine coole Sache, gegen mich mal spielen zu dürfen. Du bist eine richtige Labertasche, weißt du das? Also im Skype oder wo wir da uns unterhalten haben zu dem Spiel. Das ist deine Strategie. Deswegen bist du, glaube ich, dritter Platz geworden, wa? Du hast alle totgelabert. Nein, mein Deck war einfach nur schlecht und du hast verdient gewonnen. Und mein Internet hat ja eh einen Ausschlag gehabt bei deinem Spiel, als du da den Delta, irgend so einen Stellar Knight ausgerüstet hast mit dieser komischen, krassen Karte. Auf einmal war das Internet weg. Boom. Spieltag 4 ging es dann gegen Alex Zockt. Und das war die epischste Yu-Gi-Oh!-Woche, die ich hier hatte. Es hat so viel Spaß gemacht mit Alex. Wir haben halt Tier 1 gespielt. Muss ich jetzt mal ausholen, dass dann beide halt Palio gespielt haben. Dann haben wir angefangen mit Spielen. Dann ist er, glaube ich, Timeout gegangen. Habe ich gesagt, na mal, lass nochmal machen. Dann bin ich Timeout gegangen. Und dann habe ich gesagt, ah, das klappt mit dem Palio irgendwie nicht. Das wird ja ein Video, was über 2 Stunden geht, weil ich es ja live mitschneide und nicht da irgendwie was kürzen wollte. Ja, und dann haben wir uns entschlossen, ja komm, wir spielen irgendwie Tier 2. Haben dann gemerkt, unsere Decks sind aber so unterschiedlich stark. Nee, halt, wir haben nicht Tier 2 gespielt, wir wollten nochmal Monotype spielen. Und dann habe ich halt übelst geschmatzt mit meinen Samus gegen seine Monarchen, wo man gesagt hat, na, das ist auch unfair, weil eigentlich das Palio-Ding hätte ich am Anfang gewonnen. Dann haben wir das Monarchen gegen Samu-Spiel gemacht. Und dann haben wir uns gesagt, ach komm, wir fassen uns nochmal ein bisschen Zeit raus. Wir fassen uns nochmal ein bisschen Zeit raus. Wir nehmen uns nochmal ein bisschen Zeit. Und spielen nochmal unser Palio-Mirror, aber richtig und passen halt auf die Zeit auf. Das hat dann auch gut geklappt. Ich glaube, nach 1,5 Stunden waren wir fertig. Und in der Zeit ist dann auch was Cooles entstanden. Da hatte ich dann die spontane Idee, weil ich mit Matze in Berlin war, zu dem Family Force Turnier, zur Hanse Challenge Spezial. Lass doch mal vor dem Turnier, wir haben noch Zeit, mal spekulieren, wer könnte denn den Spieltag gewinnen. Haben wir, glaube ich, zum dritten angefangen.
Und mit Alex habe ich dann gesagt, ach komm hier zu deinen, Alex zockt, Alex baut auf, Alex kocht und so Spaß. Lass doch einen Alex spekuliert machen, um dann halt noch einen zusätzlichen Aspekt für die Liga zu haben. Und seitdem hatten wir dann auch wirklich fast immer eine Stunde vorm ersten Spiel, dass Alex spekuliert, wo er sich immer den Gegner des Spieltags von sich rausgesucht hat und mit ihm noch ein bisschen gequatscht hat, so ein bisschen geschnackt hat und halt nebenbei die Spiele bewertet hat. Das war eine coole Sache, dass wir das da eingeführt haben und dass Alex das auch wirklich durchgehalten hat, dann bis fast zum Ende, glaube ich, zu machen. Ich glaube, am letzten Spieltag hat es zeitlich nicht mehr gepasst, weswegen das da ausgefallen ist. Aber ansonsten war das ganz cool. Und beiläufig hatten wir halt auch, oder ja, nicht beiläufig, es war eigentlich schon so ein Grundding der ganzen Season 2, dass wir auf Matzes Channel, Matz Up, dann die German YouTube League News hatten, die auch von Anfang an liefen und auch, glaube ich, erst am letzten Tag jetzt ausgefallen sind, weil weiß ich gar nicht, warum Matze da gar nichts mehr gemacht hat mit Schmidti. Aber vielleicht waren die auch gerade anders verplant. Ist ja okay. Am Ende war es dann eben ein bisschen zu anstrengend, aber dazu später mehr. Dann kam Spieltag 5 eigentlich so in meinem Verständnis der schwerste Gegner bis dahin, wo ich dachte, oh, jetzt könnte es gegen CCG Eugen Heidt echt schwer werden. Aber im Tier 2-Format war das dann doch ganz easy. Ich habe mir halt überlegt, komm, ich treue ihn mal. Er hat gemeint, Gravekeeper, das ist das schlechteste Deck. Spielst du es selber? Ich fange an, baue mein Feld auf und er kommt dann auch mit Gravekeepers. Aber hat halt das Deck wieder irgendwie komisch gebaut, sodass er dann letztendlich 1-2 verloren hat. Das war unerwartet der Sieg, aber halt unerwartet war auch, dass ich gegen Viktor Spieltag 3 schon verliere. Ne? Stand ich dann 4-1 und dann ging es los. Das Core-Set Maximum Crisis kam so langsam in die Startlöcher bei mir. Ich hatte einen großen Vorverkauf vorzubereiten, hatte aber auch noch andere Sachen im Leben zu erledigen, beziehungsweise kam dann auch noch der Sputnik Spring Break so langsam auf mich zu, wo ich dann halt auch mal ein paar Tage Ruhe brauchte, Ruhe wollte. Und naja, da habe ich dann die nächsten 3 Spieltage verloren, weil ich halt einfach kein bisschen Zeit hatte, mich auf die Spiele vorzubereiten. Ich habe immer irgendein Deck genommen, was mir entweder jemand aus meinem Locals-Umfeld gegeben hat, oder ich habe halt gesagt, komm hier, das willst du spielen, habe mir irgendwo eine Deckliste gezogen oder hatte noch eine Deckliste bei DevPro und habe das nur so ein bisschen modifiziert auf das aktuelle Meta. Ja, und da habe ich dann die nächsten 3 verloren und stand dann 4-4 und das war halt überhaupt nicht so geplant. Ich hatte Spieltag 6 gegen Creepfan. Das war so mein Angstgegner, weil ich da meinen einzigen Lost hatte in Season 1, die 6 Spieltage, wo ich da gespielt habe. Und natürlich habe ich gegen ihn wieder verloren, weil ich halt auch ohne Konzentration am Spiel teilgenommen habe. Ich habe so viele Spielfehler gemacht. Ich habe da, glaube ich, meine Artifacts in meiner eigenen Phase zerschossen, weil ich die specialen wollte und dann erst mitbekommen, shit, das geht ja gar nicht. Ja, und ach, allgemein lief es die 3 Wochen nicht so, weil ich gar nicht mehr dabei war. Das war eher, du musst es machen, ansonsten bekommst du Ärger von der Ligaleitung. Ich konnte da halt nicht sagen, ich will die 3 Spiele erst in einem Monat machen. Das geht halt auch nicht. Es ist halt alles mit Termin, dass wir immer sonntags dann unsere Zeit haben, wo das online sein soll. Und das hat mich ein bisschen gestört, weil ich hätte da gerne die 3 Wochen halt mal das nicht gemacht und hätte es dann ordentlich mit den Leuten später gemacht. Und mit Creepfam war es ja eh so eine Sache, dass ich da, naja, ziemlich hinterherhing, dass wir keinen Termin gefunden haben und dann das auf Ach und Krach, glaube ich, noch am Freitag oder so erledigt haben. Das war irgendwie alles ein bisschen sehr spontan und sehr unüberlegt von uns. Aber gut, am Ende haben wir es irgendwie hinbekommen, dass das Video online ging und alle waren zufrieden. Und es gab mal wieder ein paar Lacher in den News, was ich denn für ein Mist baue und so. Naja. Spieltag 7 gegen Nils, gegen Butidi. Da habe ich mich gefreut, weil ich mir dachte, ey, den kennst du auch schon, wie Kevin seit Bochum und das wird ein ganz entspanntes Spiel. Da wollte ich dann mal den Zuschauern zeigen, dass ich auch Zodiac pur spielen kann. Das war klar, ja, zu dem Maximum Crisis Release, also mit Laika. Aber ich habe halt irgendeine Deckliste genommen, die ja gerade aktuell war und habe halt keinen Plan gehabt, wie die ganzen Kombos funktionieren. Und das hat man dann im Spiel auch gesehen. Ich habe da auch, glaube ich, nicht so toll gezogen oder habe halt missgebaut mit den Predator Plants. Ich weiß es gerade gar nicht. Es war halt auch ein richtig dämliches Spiel, was ich laut Smitty hätte irgendwie gewinnen können. Hat er wahrscheinlich recht, aber naja, gut. Es hat trotzdem Spaß gemacht, mit Nils das zu machen. Das ging ganz flüssig. Also, wenn ich die Leute halt vorher schon gekannt habe, dann ist es irgendwie einfacher, die Termine zu machen, habe ich das Gefühl. Oder da sind die anderen dann auch anders hinterher, weil sie wissen, ich habe viel zu tun. Oder es liegt daran, dass die Studenten halt einfach viel zu viel Zeit haben.
Ja, Spieltag 8, da wollte ich was Interessantes Neues mal ausprobieren. Hier in der Tabelle steht noch Helmeld, aber die haben ja dann gewechselt zu Mats ab, weil es da persönliche Differenzen gab. Muss man nicht weiter ausholen. Aber Mats ab hat es dann zum Glück übernommen. Der hat dann nicht nur die News gemacht, sondern auch halt die Let's Plays mit Smitty. Also doppelte Belastung für ihn. Das hat man auch irgendwann ihm angesehen, weil die Qualität der News, die ich am Anfang richtig dolle gefeiert habe, haben dann irgendwie nach und nach abgenommen. Sorry, Matze, habe ich dir schon so gesagt, aber das war ein bisschen schade. Die seitliche Kamera für die Kommentare war richtig geil. Was ihr euch so noch so einfallen lassen habt, oder du, um da richtig Pep reinzubringen, wollte ich sagen. Das war halt richtig cool am Anfang, aber dann durch die Doppelbelastung kann man es auch verstehen, dass du dann dieses qualitativ hochwertige Niveau von Unterhaltung nicht bis zum Ende durchziehen konntest. Das war am Ende halt nur. Hier sind die Ergebnisse, Fail des Tages, das sind die Paarung für den nächsten Spieltag und fertig. Da war irgendwo dann die Unterhaltung nicht mehr so gegeben, hat man ja auch dann so in unserem internen Chat mitbekommen, ne? Dass da nicht mehr so viel gehypt wurde. Am Anfang hatte ich ja jede Folge von dir verlinkt auf meinem Facebook-Account. Am Ende, naja, ich habe mir die News weiter angeguckt, aber waren halt leider nicht mehr so toll. Leider. Und da haben wir dann uns überlegt, in der Hall of Games in Halle einfach das Spiel so face-to-face zu machen. Smitty mit seinem Laptop und ich mit meinem Laptop. Und Matze hat dann die ganze Technik noch mitgebracht. Da hatten wir dann für den Spieltag noch seine Beleuchtung, sein Mikro stand bei uns in der Mitte. Und haben dann halt über Twitch das Spiel gestreamt, sodass unsere Zuschauer, die gerade bei dem Turniertag da in der Hall of Games waren, auf der Couch gemütlich saßen oder so und dann halt über Beamer geguckt haben, wie wir da gespielt haben. Und dann wollten wir so eine Live-Reaction halt filmen. Das ging auch soweit alles ganz gut, bis auf dass das Mikro von Matze nicht angeschlossen war oder kaputt war, weil es runtergefallen war, irgendwas war da, sodass wir halt keinen Ton hatten bei Smitty und mir. Das war schade, weil ich hatte da eine Situation, die hätte ich euch gerne gezeigt, wo ich dann einfach in mein Side-Deck reingucke nach Spiel 1 und da einen Shape-Snatch sehe. Und da dachte ich mir so, was? 5 Minuten bevor wir das Spiel angefangen haben, habe ich meinen Laptop mal stehen gelassen alleine und da hat dann unser Chris einfach mal Just for Fun eine Starlight World rausgepackt und einen Shapeset reingemacht, um eine extra Emotion zu bewirken, so als Überraschung. Das war halt irgendwie ganz lustig gemacht. Hat man leider dann im Video nicht mehr so mitbekommen, weil Matze das dann für mich bearbeitet hat. Und im Endeffekt war es ein cooles Video, hat mir echt Spaß gemacht, das anzugucken und diese ganze Vorbereitung mitzumachen. Aber es ist halt nicht so gelaufen, wie ich es wollte. Ich hätte es halt gerne selber geschnitten, aber die Dateien wollte auch irgendwie Camtasia nicht lesen. Diese OTL, was waren das? Na, 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 hier von seinem Schneidprogramm oder seiner Kamera. Das war dann nicht kompatibel mit meinem Programm und deswegen hat er es dann gemacht. Danke nochmal dafür, dass du das gemacht hast, dass ich da mein Video dann auch fertig habe. Gab dann aber Gemecker, weil wir halt das Spiel vor Release, sage ich mal, schon gezeigt haben über Twitch. Das war irgendwie der Turnierleitung nicht so ganz legal. Da gab es Ärger, das hat dann aber Matze auch irgendwie geregelt mit Maurice. Und dann gab es nochmal Ärger, weil das Video später online ging. Aber letztendlich war es dann da und alle waren zufrieden. Und ich hätte es gerne halt, wenn es eine Season 3 gibt, nochmal probiert. Aber dann halt wissen wir, wo die Fehler lagen, was man nochmal besser machen könnte. Aber zu Season 3 dann auch später mehr. Und dann war Halbzeit mit der Liga. Stand ich also 4-4. Und irgendwie haben sich die Leute von den German YouTube Blues überlegt: Naja, Atzen Jens, den können wir doch ruhig noch einen anderen Nickname geben. Und dann hieß ich auf einmal Banana Joe. Und dann hat sich auf einmal mein Hut geändert. Ja, dann hatte ich auf einmal, weil ich auch Geburtstag hatte, haben dann meine Jungs aus der Region gemeint: Ja, komm, wir schenken dem mal was. Und bei Amazon gab es dann irgendwie so einen Bananenhut. Das passt doch dann. Und auf einmal war ich Banana Joe für die zweite Hälfte der Liga. Hey, ich finde diesen Nickname zwar nicht so toll, aber ich mache den Spaß einfach mal mit. Und halt immer wieder ein Lacher, wenn ich dann irgendwo Bananen geschenkt bekomme oder irgendwo eine Banane esse und dann alle so mich angrinsen, wie, ah, da ist schon wieder eine Banane. Das hat sich cool entwickelt, aber so langsam können wir auch wieder Abstand davon nehmen, weil Banana Joe muss ich nicht auf ewig bleiben. Also, naja, gut. Vielleicht doch, wenn ihr es wollt. Ich muss. Spieltag 9 gegen Nightmare Games. Ein lustiger Typ auf jeden Fall. Ich habe mich auch so ein bisschen danach noch mit ihm unterhalten.
sehr lebhafter Mensch und der hat auch Spaß am Spiel, hat man so gemerkt. Und allgemein, das hat Spaß gemacht, mit ihm das Video zu drehen. Und es ging dann so langsam wieder bergauf für mich, weil mein Ziel war, mindestens aus den 4-4 noch positiv gehen, sodass ich am Ende 8-6 stehe. 8-7, 8-7, ne? 15 Spieltage, 8-7. Was ich dann am Ende ja auch gerade so erreicht habe, obwohl mehr drin war. Naja, aber das war ganz cool, Spieltag 9. Spieltag 10 war dann so mein zweites Highlight. Das haben wir ein bisschen aufgepusht. Da habe ich gegen Kari89 gespielt, gegen den René aus Österreich. Und das war lustigerweise fast an dem Wochenende oder eins davor. Nee, eins nach Salzburg. Und da habe ich ihn halt persönlich in Salzburg kennengelernt, den ganzen Tag so viel Spaß mit ihm gehabt. Und wir haben halt gleich ein Intro für seinen Channel gedreht, für das Ligaspiel. Und haben halt gesagt, ja komm hier, wir machen mal was anderes draus. Jetzt wäre hier in Salzburg bei der ÖM besser geht, steht 1-0. Dann wäre das Ligaspiel gewinnt, ist dann entweder 2-0 oder 1-1. Ich habe es dann ja zum Glück gewonnen. Aber vielleicht war auch unsere Abmachung, dass wir kein Meta spielen wollen, ein bisschen, naja, war es unfair, René, war es unfair, ich weiß es nicht. Weil er halt auch so ist, dass er jedes Deck nur einmal spielen wollte. Er hatte halt schon Dinos genommen vorher in Tier 2 und ich habe dann eiskalt halt Dinos genommen und er konnte es halt von seinem Standpunkt aus nicht mehr nehmen und hat dann mit Metal 4 halt leider 2-0 verloren. Aber das war mein Glück, dann stand es nämlich 1-1 und das 2-1 hat er sich dann aber verdient geholt in Utrecht zur EM, wo wir uns wieder gesehen haben, wo wir wieder so gebettelt haben. Wer steht denn am Ende von der EM besser? Das hat er dann geholt. Das war allgemein für mich eine schöne Abwechslung, dann so halt spieltageübergreifend, sage ich mal, irgendwie uns gegenseitig ein bisschen zu mobben, ein bisschen zu ärgern, ein bisschen zu kitzeln, dass das halt alles irgendwie noch eine kleine Story im Hintergrund hat und nicht nur der Spieltag an sich ist. Apropos Story, die hatten wir in dieser Season auch mit Maurice, mit dem Schattenspieler, wo sich, glaube ich, fast jeder dran beteiligt hat. Das war halt eine schöne Arbeit zusammen, ich sag mal, in der ganzen Community zwischen uns 15 Channels, dass da jeder wirklich einen Teil mitgemacht hat. Die einen mehr, die anderen weniger. Der Viktor, der René Pöhn, hat sich ja ordentlich mit beteiligt am Anfang. Und dann kam halt auch noch Smitty und Matze mit dazu, die am Ende mehr mitgewirkt haben. Ich hatte mit Enrico auch meinen Spaß im Tag Team Duell. Das war aber erst Spieltag 12. Davor habe ich noch gegen Adrian von Colts.de.io gespielt, wo wir uns ausgemacht haben, ja, wir spielen jetzt einfach Rang 4 Spam-Decks. Das war auch eine ganz coole Sache. Da durfte ich dann meine Spirits endlich auspacken und konnte die große Langnase spielen. Das hat so vom Timing super gepasst. Tier 2 Spirits und dann gegen Adrian. Und ich konnte dann diese Langnase sogar zweimal mit Allure entfernen. Das gab dann auch noch einen Lacher bei den News, hat Smitty dann am Ende noch erwähnt. Das war ganz cool. Jo, und dann Spieltag 12, Tag Team mit Enrico gegen Maurice und seinem Kollegen. Das war ein Drama, das war ein richtig krasses Drama. Ich wollte halt ein bisschen für sein Video mitmachen, das hat auch soweit ganz gut geklappt. Dann die Synchronisation von unserem gesprochenen Text hat auch irgendwo geklappt, auch wenn die Qualität nicht so gut war. Das war halt dann ganz spontan, glaube ich, Samstagabend oder so mit Enrico noch die Audio aufgenommen und gescheckt bei mir auf dem Laptop und da klang es gut. In seinem Video klang es dann nicht so gut. Dafür könnte ich mich auch nochmal entschuldigen. Das war, hätte besser sein können. Aber gut, das Video war fertig, alles schick. Aber diese Kommunikation, Tag-Team mit 4 Leuten, das ist ja nicht nur so, du setzt dich abends mit einem Kumpel hin und spielst dann gegen 2 Fremde über DevPro Tag-Team. Nein. Du hast dann ja immer bestimmte Personen, die zu einer bestimmten Zeit haben müssen und dann brauchst du halt auch auf jeden Fall so viel Zeit, dass du die Spiele aufnehmen kannst. Ich hätte das zwar auch alles so im Recap machen können, indem ich halt die Replays einfach zeige und danach kommentiere. Das wäre aber irgendwie doof gewesen, weil wenn ich immer mit Enrico zusammen spielen kann, dachte ich mir, nehmen wir das mal auf, so seine Reaktion, meine Reaktion. Das sind ja doch ziemlich unterschiedliche Leute vom Spielstil her. Er ist eher so der Pragmatische, der alles durchgehen möchte und dann den besten Spielzug macht. Ich spiele einfach auf Lust und Laune heraus und verpeile deswegen auch manchmal irgendwelche Aktionen. Und er sitzt so neben mir und meinte so, naja, hättest du das und das gemacht, dann hätten wir es gewonnen. Und ich so, ja, wir spielen zusammen, du kannst das mir sagen. Das war halt irgendwo, naja, das war, hätte besser klappen können, hätten wir das vielleicht auch gewonnen. Aber das
war halt dann doch nicht drin. Und ich habe halt mich gefreut, dass allgemein das von der Technik her geklappt hat, ohne Probleme, dass wir keine Disconnects hatten. Das war ja auch so eine große Sache am Anfang der Liga, dass irgendwie fast gefühlt bei jedem zweiten Spiel da irgendwo ein Ausfall war, bei DevPro im Spiel, bei Yu-Gi-Oh! Pro dann immer, wenn ich Siding Completing gedrückt habe, ging das dann auf einmal aus das Spiel und ich dachte mir so, ja toll, dann muss man meistens irgendwie unsere Decks direkt zeigen, dann speichern, dann haben wir einzelne Spiele gemacht. Habt ihr vielleicht gar nicht so komplett mitbekommen, die ganze Liga, aber da gab es halt im Hintergrund echt einige Probleme. Spieltag 13, dann gegen Clute. Da muss ich mich entschuldigen, er wollte im Nachhinein noch ein bisschen mit mir quatschen, aber ich hatte Zeitdruck mit vielen anderen Projekten. Deswegen war das einfach nur schnell das Spiel machen, fertig, bearbeiten, online stellen, dass es dann zur Zeit online geht und fertig. Tut mir leid, Clute, vielleicht wollen wir irgendwann noch das nachholen und irgendwie noch ein Video zusammen drehen. Vielleicht noch ein anderes Let's Play oder so. Aber zu dem Zeitpunkt ging es halt nicht. Dann hätte ich Spieltag 14 gegen Gumboxing gemusst, gegen unseren Tommy, der andauernd irgendwelche Memes erstellt hat. Vor allem hat er so immer Eugen und mich ins Rampenlicht gestellt mit seinen Bildern. Aber wir haben wahrscheinlich auch am meisten Vorgaben gegeben. Da habe ich mich auf das Spiel gefreut. Da Tier 2, vielleicht holt er ja Ophion raus oder so, aber nein, hat er nicht. Er musste leider die Liga verlassen und dafür ist dann Matze eingesprungen. Also Team Matze, Smitty haben immer so in letzter Sekunde uns gerettet, mehr oder weniger. Einmal Heldenwelt ersetzt mit Matze ab und dann hat Matze für Gumboxing noch die letzten 3 oder 4 Spiele mitgemacht. Ich glaube 4 waren es. Und da durfte ich gegen Matze. Das war eigentlich auch eine coole Sache. Wir haben uns abgemacht, wir spielen ältere Decks. Er hat sich dann ein bisschen aufgeregt über meine Deckwahl. Matze, warum? Ich habe doch gesagt, ich spiele etwas Defensives. Hättest du dich da vorbereiten können. Und dein Deck habe ich nicht ganz so verstanden mit der X-Kopfkanone. Gut, du brauchtest Leitanteil für seine Chaosviecher. Aber, naja, ein bisschen mehr Backrow. So Hate mit 3 MST, 3 Dust-Tornados oder so. Und dann wärst du wahrscheinlich auch öfters durchgekommen und wärst nicht mit 3 Monstern in meine Spiegelkraft gerannt, wärst vielleicht auch anders aussehen. Also nimm dir das nicht so zu Herzen. Das war irgendwie, hättest du besser machen können, glaube ich. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, mal gegen dich zu spielen. Nachdem ja unser legendäres Blue Eyes gegen Infernoid Match irgendwie abhanden gekommen ist, das habe ich halt dummerweise vom PC gelöscht, weil ich es nicht richtig abgespeichert habe mit einer erkenntlichen Dateinamen. Und dann waren wir schon am letzten Spieltag, also schon, es hat sich über 15 Wochen ziemlich lange gezogen und dieser Termindruck, dass man einmal pro Woche spielen muss, war halt doch nicht ohne, war halt doch schon anstrengend irgendwann. Vor allem, wenn ich mit arbeitstechnisch viel zu tun hatte, war das nicht immer zu erreichen. Deswegen durfte ich dann jetzt letzten Spieltag gegen Shiok LP, 8:6 stand ich da. So, und meine Aufgabe war eigentlich nur gegen Shiok gewinnen, dann wäre ich safe Vierter. Weil ich mit einem Vorsprung über Kare 89, Colts Yu-Gi-Oh!, Creepfan und wer da gerade unter mir noch hauste, lag. Ich hätte es nur gewinnen müssen, dann wäre ich Vierter und wäre zufrieden mit meiner Leistung. Hätte ich ein positives Ergebnis, aber dann kommt halt wieder so, wie es meistens kommt. Zu viel Stress, keine Zeit, mich irgendwie vorzubereiten, mit Shiok dann mal schnell kurz geschlossen, wann wir spielen wollen. Und 5 Minuten vor der Angst dann halt geguckt, was kann ich denn immer für ein Deck spielen. Dann hat mir zum Glück Smitty ausgeholfen, meinte, jo, das ist ganz gut, ich habe schon was vorbereitet. Und dann habe ich halt das mehr oder weniger genommen, weil ich keine Zeit hatte, irgendwie mich selber damit ordentlich zu befassen. Ich habe parallel in den letzten Minuten vom Spiel das Deck mir selber mal aufgebaut, habe dann meins angeguckt, habe Smittys angeguckt, habe so gemeint, okay, ich habe keine Win-Option, Smitty hat da einen guten Plan durchdacht, nehmen wir doch das Deck. Aber das bringt halt nichts, wenn man die Karten vorher noch nie gespielt hat und noch nie gependelt hat und halt gar nicht weiß, wie läuft denn das gerade bei DevPro ab, wie kann ich denn das aktivieren. Und wenn man dann nur noch gegen Fluffit spielt, was man auch noch nie gegen sich hatte, dann läuft halt alles schlecht und man verschenkt 2 Siege und verliert deswegen die letzte Runde und ist dann halt anstatt Vierter nur noch Siebter oder Achter oder so, bin ich nochmal ordentlich runtergerutscht. Und was war am Ende? Der Kari 89 war wieder vor mir und hat mich damit aufgezogen. Super! Ja, und das waren meine Spieltage. Also mit 3-4 Leuten hat es echt Spaß gemacht, mit denen mache ich auch gerne wieder Projekte. Mit anderen Leuten konnte ich nicht so warm werden, mit anderen wiederum hat es zeittechnisch noch nicht gepasst, da irgendwie was Cooles mitzumachen. Aber insgesamt fand ich Season 2 echt cool, weil ich da halt irgendwie für mein Hobby, für YouTube und für Yugi
immer mir ein bisschen Zeit nehmen musste. Ich habe mich also gezwungen, mal Abstand von meinem Geschäft zu nehmen und mich um mein Hobby zu kümmern. Das war halt cool, dass da so eine Regelmäßigkeit war, dass ich dann mal wieder ein Deck bauen konnte, wenn ich Zeit hatte, dass ich ein bisschen getestet habe, wenn ich Zeit hatte und dann halt auch die Spiele gemacht habe. Und das Ergebnis ist dafür, dass ich eigentlich zeittechnisch nicht viel reingesteckt habe, leider. Doch recht ansehbar, sage ich mal. Und ich habe viele nette Leute kennengelernt, wo der Kontakt jetzt halt auch noch nach der Liga hält. Ich habe René Brain versprochen, ich komme mal zu einer Reach schnell nach Hamburg. Der war ja in Halle, als das Eröffnungsturnier von Team in Pokus war. Ich werde auch weiterhin in Kontakt bleiben mit unserem Ösi und mit Adrian. Max von Colts Yu-Gi-Oh! Möchte ich auch irgendwann mal kennenlernen, weil er mir sehr sympathisch ist und seine Videos mir gefallen haben. Mit dem Kevin, der ja dann rausgegangen ist, bin ich auch noch im Kontakt. Der fängt gerade wieder an mit Yugi, weil es gerade günstiger wird durch das Minerva Pack, das Battle of Legend, was jetzt diese Woche Release hatte. Jo, und ich denke mal, in Rimini werde ich einige wiedersehen und in Bochum oder was für eine Weise es am Ende des Jahres hier in Deutschland ist, werde ich dann sicher den Rest auch noch wiedersehen, weil da fehlen ja auch noch ein paar Unterschriften auf meiner YugiTube-Matte. Meine YugiTube-Matte habe ich mir dann machen lassen von unserem Chris oder Dimitri, einer von beiden hat es gemacht, weiß ich gerade gar nicht genau. So als Andenken an diese schöne Season, weil es mir echt Spaß gemacht hat mit euch. Und das fehlen auf jeden Fall noch ein paar Unterschriften. Wir haben Votili vergessen, der war in Utrecht, der war dann aber irgendwann nicht mehr aufzufinden, um hier drauf zu kommen. Und ja, die anderen, gut, manche spielen halt gar nicht so im Real Life das TCG. Manche sind halt nur online unterwegs, wie ich glaube, der Shiok, den werde ich wahrscheinlich nie auf einem Event sehen. Aber Glut wird wahrscheinlich irgendwo mal mit dabei sein. Ich habe jetzt noch zwei Punkte. Organisatorisch fand ich das auf jeden Fall gelungen, besser als letztes Mal, weil es halt ein anderes Umfeld war. Wir hatten halt die Spieltage, wir hatten die Alex spekuliert Videos und wir hatten die German YouTube News bei Matze. Und da war halt immer, man hatte was am Anfang zum Gucken, man hatte dann die Spieltage, wem es interessiert hat, und man hatte halt eine gute Zusammenfassung mit richtig schönem Humor dabei. Das hat halt das Ganze irgendwie abgerundet. Es war nicht nur stumpf die Spieltage, na, Punkte sammeln, fertig und die Leute unterhalten mit den Spielen. Nein, wir haben die Leute auch unterhalten durch das Drumherum. Das war halt echt ganz cool. Wir hatten halt dann die Story von Schattenspieler, wo sich jeder dran beteiligt hat. Was halt auch noch so ein extra Punkt für die Liga war, dass da irgendwo so ein roter Leitfaden war, wo jeder irgendwo mal mit dabei war. Und wir hatten halt die Ausfälle von den zwei Leuten. Ja, Fresh Zock und Gumboxing. Die haben wir wahrscheinlich gemerkt, sie können nicht so viel Zeit reinstecken, wie sie gerne wollen. Aber das hat, die Lücken haben wir ja dann auch gut gefüllt. Meine Gedanken, falls es eine Season 3 gibt. Also ich wäre gerne dabei, weil es mir bestimmt wieder Spaß machen wird. Nur man müsste halt so ein paar Sachen ändern. Also das Wichtigste für mich wäre irgendwie, dass man diesen Rhythmus von einer Woche auf 2 Wochen verlängert. Dass halt ein Spieltag alle 2 Wochen kommt. Dass dann irgendwie, weiß ich, meine Decks wären besser, weil ich mehr dran bauen könnte. Ich könnte üben. Das heißt, vom Spielerischen her wären die Duelle auch anspruchsvoller. Und man hat halt auch mehr Zeit, um das Video zu bearbeiten. Man muss nicht auf Ach und Krach hier vorne schneiden, hinten schneiden, rendern, hochladen, damit das auf Termin online kommt. Nee, man kann dann vielleicht auch mal überlegen, ja, was war so cool an dem Spieltag, was könnte man noch vorher erzählen, was kann man nachher noch erzählen, was kann man in das Spiel noch reinbringen in das Video. Dass es irgendwie auch vom Film her irgendwie schöner wird. Da war halt nie Zeit da und ich denke mal, wenn man eine Woche mehr hat, würden viel mehr kreative Ideen dabei entstehen und vor allem, man kann dann auch noch sich um andere Projekte kümmern und ist halt nicht nur die ganze Woche dran, einen Termin zu machen mit dem Spieler, mit dem YouTuber und dann das Spiel zu machen. Nee, man hat dann halt auch mal 2, 3 Tage, wo man gerade nichts zu tun hat, wo man dann sich um private eigene Projekte kümmern kann. Das würde ich der Turnierleitung ans Herz legen, wer das auch immer in Season 3 übernehmen möchte. Wer halt die Zeit und die Lust dazu hat und ein Konzept hat, dass wir das doch bitte auf 14 Tage erhöhen. Ansonsten wäre ich da wahrscheinlich raus, weil nochmal 15 Wochen am Stück dieses Tempo, das bringt halt nichts. Also am Ende hat man halt auch gemerkt, der Schlauch bei jedem und wir wollen jetzt erstmal uns um eigene Projekte kümmern. Man hat ja sehr viele kreative Gedanken gefasst in den 15 Wochen
Und da hat jeder sicher irgendwo seinen Zettel, den er jetzt abarbeiten möchte. Ansonsten habe ich nicht viel zu meckern. Also solange die Turnierleitung irgendwie nicht mitspielt, das fand ich ganz gut von Sascha, dass er sich vorausgehalten hat. Solange die Regeln für uns alle klar sind, aber nicht so übertrieben. Also ich weiß nicht, ich muss halt kein Warning austeilen oder vergeben, wenn halt das Video mal eine Stunde später online geht oder so, weil das ist halt, manchmal passt es halt nicht, oder man vermacht sich halt mal menschlicher Fehler, dass man das geplante Video anders eingestellt hat, als es sollte. Das kann halt mal passieren, das ist halt immer noch unser Hobby und nicht unsere Arbeit, wo irgendwie ein Schaden entsteht, der uns dann irgendwie Geld kostet oder so. Das sollte man ein bisschen lockerer sehen, finde ich, und dann passt das eigentlich auch. Und wenn man das halt ein bisschen ausbaut, dass dann das Alex spekuliert Video zum Beispiel ein offizielles Format wird von der GYL und dass dann halt das mit den News wieder dieses Niveau erreicht wie die ersten Folgen, wäre halt auch ganz schön. Aber da kann ich halt nicht alleine reden. Ne? Wir waren 16 Leute, 16 Channels, die ja alle mitgewirkt haben. Und ob das in der Konstellation nochmal zustande kommt, wage ich zu bezweifeln. Also ich zweifle sehr daran, wollte ich jetzt sagen. Ich möchte mich nochmal bei allen Beteiligten bedanken. Also hat mir Spaß gemacht. Vor allem die, die sich da organisatorisch um vieles gekümmert haben. Habt eine gute Arbeit gemacht. Und damit sage ich mal, beende ich Season 2 für mich. Das ist so mein Recap, was ich mir selber nochmal machen wollte. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie euch die Liga gefallen hat, was ihr noch so für Ideen habt, falls es eine Season 3 gibt. Aber die wird sicher vor 2018 eh nicht anfangen. Ein Ding wäre vielleicht nur 10 Leute und dann, oder 8 Leute. 8 Leute wäre vielleicht ganz cool, die dann aber wirklich aktiv dabei sein wollen, die da auch jeder einen Part übernehmen, die irgendwie, damit das nicht nur einer macht, dass das halt, dass da jeder irgendwo so ein bisschen was mit zu tun hat und dann vielleicht mit einer Rückrunde, weil dann weiß man, okay, du hast die Hinrunde gewonnen, aber Rückrunde hole ich mir das Spiel. Also das wäre schon irgendwie cooler, als wenn du da 15 Spieltage hast und dann halt die Leute nicht nochmal sehen kannst, weil Zeit gar nicht da gegeben ist. Von meinen regionalen Spielern wurde jetzt bemängelt, wir sollten Tier 1 komplett raushalten, wo ich aber der Meinung bin, es gibt aber auch solche Zuschauer, die gerade nur die Tier 1 Spiele gucken wollen und der Gammelkram interessiert sonst keinen. Aber vielleicht sollte man auch gar keine Regeln machen und sagen, ja, man spielt einfach drauf los, worauf man Bock hat, gegen die Leute zu spielen und macht überhaupt gar keine komischen Formate. Vielleicht kommt auch irgendwie nur ein YouTube Cup demnächst irgendwann, wo dann halt 16 Channels im K.O.-System ein Turnier spielen gegeneinander, wie es ja im Amiland gibt. Das machen wir vielleicht auch mal für die deutsche Region, mal schauen. Dass da ist halt auch nicht so ein organisatorischer Aufwand. Das ist dann halt viel entspannter, weil viel weniger Videos entstehen. Aber man kann halt auch ganz andere Kooperationen damit machen, denke ich mal. Gut, jetzt reicht's aber. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Abo oder Like da, falls es euch gefallen hat. Kritisiert mich ruhig, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat. Und dann sehen wir uns in meinen anderen Formaten wieder. Macht's gut, euer Jens.